Moin Leute, nervt mich nicht. Ich hab echt so einen Hals. Ich hab so einen Hals. Wovon? Na, vom Diskutieren auf YouTube. Und zwar gibt es da Leute, die sind gegen alles resistent. Wissen, Beratung, Aufklärung, die sind gegen alles resistent. Ich sag euch mal gleich an, was Sache ist, ja? Wenn ihr ein informatives Video sehen wollt, in welchem ich euch Fakten über den Klimawandel präsentiere, dann schaut euch das Video an, welches ich euch hier verlinke. Schaut dieses Video nur weiter, wenn ihr ein Rage-Video sehen wollt. Ein wirkliches Rage-Video, denn ich werde ausrasten. Es geht um Andy 500, einen eigentlich unbedeutenden YouTuber, der unter dem Video, welches ich euch da verlinkt habe, einen Kommentar hinterließ, aus welchem sich dann eine Diskussion entwickelte. Es fing ganz harmlos an, und zwar damit, dass er meinte, Harald Lesch würde Jugendliche manipulieren und bewusst falsche Grafiken darstellen. Und gipfelte dann darin, dass er mir 9 angebliche Argumente brachte, die den menschlichen Anteil am Klimawandel widerlegen sollten. Und diese 9 Argumente, die schauen wir uns mal an. Ja, Zähneknirsch. Die 7. Grafik auf dieser Seite zeigt die Temperaturen der letzten 11.000 Jahre. Und hier könnt ihr sehen, dass wir gerade aus der letzten kleinen Eiszeit rauskommen. Und es im Laufe der 11.000 Jahre schon 5 andere Klimaerwärmung gab, ohne Menschen. Ich hoffe, ihr erkennt jetzt, dass die FFF-Demos völliger Schwachsinn sind. Ich weiß jetzt nicht, wo genau er diese 7. Grafik veröffentlicht hat, aber ist wohl irgendeine Temperaturkurve der letzten 11.000 Jahre. Ihr müsst euch das so ein bisschen im Kontext vorstellen. Also genau in dem Video, unter welchem die ganze Diskussion stattfand, da erkläre ich, welche Einflussgrößen auf das Klima es gibt. Ich zähle sie alle einzeln auf. Sonne, vulkanische Aktivität und unter anderem auch der Mensch. Und ich erkläre sogar, dass die kleine Eiszeit durch eine niedrige Sonnenaktivität begründet ist. Und dann, genau unter diesem Video, kommt dieser Bürger und bringt Argumente, die er nur bringen kann, wenn er das Video, unter welchem er argumentiert, gar nicht gesehen haben kann. Ich meine, es gibt doch wirklich Leute, die sich austauschen wollen, die was lernen wollen und mit denen es sich lohnt zu diskutieren. Aber wer wirklich unter ein Video, unter welchem ich die einzelnen Einflussgrößen auf das Klima auseinandernehme, kommentiere mit den Worten, es gibt ja auch noch andere Einflussgrößen als der Mensch und nichts anderes hat an hier gemacht, dann lohnt es sich auch nicht wirklich, mit so jemandem zu diskutieren. Also so ein Mensch, der würde doch auch unter ein Video über die Tschernobyl-Katastrophe schreiben, wisst ihr schon das Neueste, in der Ukraine ist 1986 ein Atomreaktor explodiert. Er würde auch ein Fußballspiel, da würde er wahrscheinlich erst am Ende verstehen, dass es auf Tore ankommt und nicht auf Ecken. Oder wahrscheinlich würde er, wenn er das 7:1 von Deutschland gegen Brasilien gesehen hätte, sagen, aber wieso, Brasilien hat doch gewonnen, die haben doch ein Tor geschossen. Es lohnt sich nicht, mit ihm weiterzuschreiben, weil er die Informationen, die man ihm gibt, überhaupt nicht aufnimmt. Ne? Und was ist das für eine Argumentation? Wie kommst du zum Beispiel darauf, Andi, dass der menschliche Anteil am jetzigen Klimawandel dadurch widerlegt ist, dass es irgendwann mal andere Klimawandel gegeben hat, die nicht durch den Menschen verursacht worden sind? Wie kommst du darauf? Das ist doch wie wenn du eine neuartige Waffe erfindest und damit jemanden tötest und schnappt dich die Polizei, dann sagst du, nein, der Mann ist nicht durch meine Waffe gestorben. In den letzten 11.000 Jahren, da sind nämlich schon Abermilliarden Menschen gestorben, aber keiner davon durch meine Waffe. Deswegen kann auch dieser jetzt nicht durch meine Waffe gestorben sein. Wie absurd ist denn diese Argumentation? Oder als würdest du die menschliche Abteilung an der Herstellung von Kunstpflanzen leugnen, weil es ja auch natürliche Pflanzen gibt. Ich hoffe, du merkst, wie absurd deine Argumentation ist. Ich wage schon gar nicht mehr weiterzulesen, weil es einfach zu doof ist, aber ich mache es trotzdem einfach mal. Medial wurde berichtet, dass erst das CO2 und dann die Temperaturen gestiegen sind, aber die Wahrheit ist genau andersrum. Erst haben die Temperaturen zugenommen und danach stieg der CO2-Anteil in der Luft. Das ist der Beweis, dass CO2 nicht für die Temperaturen verantwortlich ist, also somit auch nicht der Mensch. Schämst du dich nicht, einen Link von der Webseite Die kalte Sonne in deine Argumentation mit reinzupacken, oder gehörst du zu den wenigen Menschen, die Axel Stoll wirklich ernst genommen haben? Egal, in dem Link ist ja ein weiterer Link
zu Advanced Earth and Space Science, einer wirklich seriösen Quelle. In die du, Depp, aber wahrscheinlich niemals reingeschaut hast, denn der Artikel beschreibt den Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur während der letzten Eiszeit, ja, und ausschließlich während der letzten Eiszeit. Und ja, es mag sein, dass damals ein Temperaturanstieg auch ein CO2-Anstieg nach sich zog, beispielsweise durch das Auftauen von Gashydrat. Das negiert aber in keinster Weise, dass ein CO2-Anstieg nicht auch einen Temperaturanstieg hervorrufen kann. Es ist dann halt ein Selbstverstärkungseffekt. CO2-Anstieg führt zu Temperaturanstieg, der wiederum führt zu einem CO2-Anstieg. Ja, das sollte uns aber nicht gelassen machen, sondern im Gegenteil noch mehr zu denken geben, denn es könnte solche Selbstverstärkungseffekte auch heute noch geben, denn Gashydrat gibt es auch noch. Hast du gewusst, dass das CO2 einen sehr positiven Effekt auf unsere Pflanzenwelt hat und dadurch unsere Erde so grün ist wie schon lange nicht mehr? Und wie man im Link sieht, weiß sich die Natur durchaus selbst zu helfen. Soll heißen, je mehr CO2 es gibt, desto mehr Pflanzen gibt es auf der Welt und wandeln das CO2 wieder in Sauerstoff um, nennt sich auch Photosynthese. Ja, von der Photosynthese habe ich zufällig schon mal gehört, da ich nicht nur Abi, sondern auch ein naturwissenschaftliches Studium vollbracht habe. Soweit stimme ich mit dir überein. Aber mit dem zweiten Satz von dir hörtest du auch schon auf. Nein, unsere Erde ist nicht so grün wie schon lange nicht mehr. Denn nach den Schätzungen der Wissenschaftler hat die Biomasse der Pflanzen seit Beginn der menschlichen Zivilisation um die Hälfte abgenommen. Der Mensch hat die meisten Wälder, die sich auch früher über Mitteleuropa erstreckten, abgeholzt. Und Bolsonaro in Brasilien macht sich jetzt dran, die nächsten Wälder zu killen. Und auch, wenn zweifelsfrei richtig ist, dass Pflanzen CO2 verbrauchen, dann heißt das nicht im Umkehrschluss, dass immer dann, wenn CO2 zunimmt, auch neue Pflanzen entstehen. Nein, neue Pflanzen entstehen dann, wenn die von den Bienen befruchtet werden. Weißt du, das ist wie bei Menschen mit dem Fiki-Fiki. Und Bienen gibt es leider auch nicht so mehr so viele, aber das ist ein anderes Thema. So viel dazu. Was hast du noch auf dem Kasten? In der Antarktis haben wir neue Kälterekorde. Also wie kann das sein, wenn wir doch eine Klimaerwärmung haben? Das hat damit zu tun, dass die immer neue Forschungsstationen bauen in immer abgelegeneren Gebieten und dass sie auch immer häufiger messen, du Vollhonk, nicht mit irgendwas anderem. Mensch, das geht ja gar nicht, Alter. Trotzdem, ich gebe mir noch einen. Wie kann der Mensch mit 4% CO2-Beteiligung das Klima verändern? Es sind nur 0,038% CO2 in der Luft, davon produziert die Natur 96%, den Rest, also 4%, der Menschstern. Also 4% von 0,038% sind 0,00152%. Der Anteil Deutschlands liegt bei 3,1%, das macht 0,0004712%. Mensch, du Trottel, warum warst du nicht konsequent und hast auch noch herangezogen, dass der Mensch eigentlich überhaupt nichts an der Erde verändern kann, weil nur 0,00000000000001% der Erdmasse aus menschlicher Biomasse besteht. Deine Nahrung besteht übrigens auch nur zu 0,001% Vitamin C und dennoch kannst du ohne diesen wichtigen Stoff nicht überleben. Entschuldigung. Nur 0,000001% der Weltbevölkerung sind Popstars und trotzdem bewegt der Tod eines solchen doch eine Menge Menschen. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Wahrscheinlich nicht, aber ich erkläre es dir trotzdem. Die 0,000472% sagen überhaupt nichts aus. Auch wenn CO2 zahlenmäßig sehr gering nur in unserer Atmosphäre vorkommen kann, kann es trotzdem ein wichtiges Gas sein. Und dieser Bezug dann wiederum nur auf die deutsche Ausstoßmenge, der ist auch schon wieder so scheiße. Da gehe ich aber gar nicht drauf ein. Den Leuten wird immer nur der Pol gezeigt, der gerade schmilzt. Aber es wird euch nie der andere Pol gezeigt, der massiv anwächst. So, der Nordpol schmilzt, der Südpol schmilzt. Welchen Pol gibt es noch? Meinst du etwa Polen? Das ist ein Staat in Mitteleuropa und selbst in dem ist der Klimawandel nachzuweisen. Oder, Moment mal, ja, da war so ein komischer Artikel in der Welt und der behauptet, dass das Meereis in der Antarktis zunimmt. Und ja, dieser Fakt ist korrekt. Nur, lies doch die Überschrift noch einmal genau. Die kleine Unterüberschrift, die vielleicht nicht vielen auffällt. Nämlich, dass es um das Meereis geht. Und vielleicht weißt du ja gar nicht, dass die Antarktis aus Land besteht, zum größten Teil.
Und das Gefährliche für den Meeresspiegelanstieg, das ist das Schmelzen des Landeises der Antarktis. Und die Menge des Landeises der Antarktis, die übersteigt die Menge des Meereises um das Tausendfache, weil es doch einfach mal richtig dick ist. Und genau dieses Landeis der Antarktis, das schmilzt in atemberaubendem Tempo. Und das Meerwasser, das erwärmt sich übrigens auch. Ne? So viel dazu. Also, ey. Die globale Durchschnittstemperatur 2018 lag bei 14,69 Grad Celsius und laut Wissenschaftlern ist die optimale Temperatur der Erde bei 15 Grad, wie beim Menschen mit 37 Grad. Das hier ist das beste Video, was die Klimalüge beweist, aber die folgenden drei Videos kann ich auch empfehlen. Hier entlarvt sogar ein Schulbuch die Klimalüge und bestätigt nochmal die 15 Grad Durchschnittstemperatur, die für die Erde normal sind. Wozu genau hast du jetzt das Beispiel mit den 37 Grad beim Menschen genommen? Damit man rafft, was ein Idealzustand ist? Oder warum? Egal, kommen wir zum Thema. Das Argument erinnert mich an eine Matheaufgabe aus der Grundschule. Die lautet so. In einem Fußballstadion waren in einem Spiel 60.000 Leute anwesend. In der Halbzeitpause sind 58 Leute gegangen. Max sagt nun, es wären 59.942 Leute im Stadion gewesen. Hat er recht? Und nein, er hat natürlich nicht recht, da das eine ein gerundeter Wert gewesen ist und das andere nicht. Und die 15 Grad sind nun auch ein gerundeter Wert, der den Schülern in etwa beibringen soll, wie hoch so in etwa die Durchschnittstemperatur der Erde ist. Die natürlich nicht ganz genau stimmt, denn in Wahrheit waren es 1980 nur 14 Grad. Und seitdem ist die Temperatur um 0,85 Grad gestiegen. Und das ist eine ganze Menge. Eisbären sind nicht vom Aussterben bedroht, sondern ganz im Gegenteil. Okay, fangen wir erstmal an, ohne zu recherchieren. Ob Eisbären vom Aussterben bedroht sind oder nicht, kann ich nicht sagen. Habe weder Nachrichten gehört, die das belegen, noch welche, die es abstreiten. Gut in Erinnerung habe ich aber diese Nachricht aus der russischen Insel Novaya Semlya. Die besagt, dass Eisbären in menschliche Siedlungen vorgedrungen sind, weil sie in ihrem natürlichen Lebensraum einfach nichts mehr zu essen finden. Und zwar aufgrund des Klimawandels. Sag mal, merkst du noch etwas, du, was weiß ich was? Und zur Untermauerung dieser These, dann postest du auch noch ein Statement irgendeines Inuit-Bürgermeisters. Nichts gegen Naturvölker, aber ich vertraue wissenschaftlichen Untersuchungen da doch etwas mehr. Dann hast du einen Link zu irgendeiner alternativen Organisation, die den Klimawandel leugnet, reingepostet, auch nichts Vernünftiges. Und dann noch einen Link irgendeiner ähnlichen dümmlichen Webseite, die aber im Gegensatz zur ersten den Grund für das Nicht-Aussterben gleich mitliefert, nämlich Jagdverbote. Na bitte, da hast du es doch. Mach es doch in Zukunft immer so, dass du einfach die Gegenargumente gleich mitlieferst. Ja, genau. Ja, genau. Und das war's eigentlich. Ich habe mich jetzt so ein bisschen aufgeregt, Andi. Gott sei Dank hast du nur 8 und nicht, wie ich sagte, 9 Argumente gebracht. Da hatte ich mich vertan. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Andi, an dich eine Bitte. Lösch dich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an meine Patrons Daniel Broder, Tux91, Alexander von Belo, Christoph Schaffer, Rainer Wingel, Marc Hansen, Peter Meuler und dem Fuchs. Ich wünsche euch alles Gute. Und ja, ich wollte fast sagen, genießt den Klimawandel. Denn es ist wieder brüllend heiß draußen, aber macht euch mal so ein bisschen Gedanken. Bis dann, ciao und guckt das Video hier.